Noch ein kleines Nickerchen? Ja, doch, komm. Hetzt uns ja keiner. Und dann probieren wir jetzt mal den richtigen Ornate-Schlüssel aus und gucken, was dahinter ist. So. Feuerball. Stopp mal. Die Fackel kann jetzt wieder ins Dingens. Du kannst deinen Stab wieder nehmen. Sieht zwar nicht so schön aus vom Licht her, aber mehr Energie ist mir momentan irgendwie wichtiger als mehr Licht. Da wäre das schon. Und du kommst du mal wieder her. Da muss ich echt viel mehr drauf achten. Das kann jetzt anscheinend jederzeit aus diesen Gittern dieses Tentakelmonster rauskommen. Und das kann uns echt den Tag vermiesen, wenn wir vor irgendwelchen Monstern weglaufen müssen. So. Du. Da rein. Kein bisschen ominös. Erstmal Schalter suchen. Prioritäten. Großes Teleporterfeld wird ignoriert. Schalter werden gesucht. Ich warte noch drauf, dass irgendwann mal eine von den Statuen ein ganz kleines bisschen anders aussieht. Zum Beispiel die Hände draußen oder Tentakel draußen oder so. Das wäre schick. Aber nö. Ho. Okay. Das sieht noch komischer aus als der andere Raum. Fackelhalterung und ein Knopf. Schön nacheinander. Wir haben einen Dämonenkopf. Wow. Witze. Okay. Wir haben zwei Dämonenköpfe, die schießen, sobald man da was raufliegt oder sobald man rauftritt. Sobald man rauftritt. Und die machen arg Schaden, wenn man frontal auf einen zuläuft und der andere einen Genick schießt. Ein Blitzpfeil. Wir haben da hinten noch die... Du bist der Blitzpfeil. Da reingehen, kommen wir da raus. Wie genau hilft uns das jetzt? Also erstmal bräuchten wir eigentlich einen blauen Kristall. Da wir den nicht haben, verpiesen wir uns in eine Ecke, wo wir weglaufen können. Also eigentlich hier ist am besten. Und schlafen. Und das Feld, wo die Fackelhalterung ist und gleichzeitig ein Knopf, ist ja auch was Neues. Normalerweise war ja entweder das eine oder das andere. Ich denke mal, das Ding wird man als Fackelhalterung gar nicht benutzen können, oder? Wie geil! Das heißt, die Fackel, wenn sie drin ist, versperrt das da. Oh. Das war jetzt irgendwie zu einfach. Ach du... Was? Ist nicht unser Zeug, oder? Also die Aktion an sich war ja schon geil. Noch cooler wäre es gewesen, wenn wir wirklich nackt gepustet worden wären. Was haben wir denn da? Peasant's Tunic, Loincloth. Sandwool Tunic, was zu essen. Peasant's Cap. Schädel. Ich habe ein ungutes Gefühl. Mach du mal dein Blitzschild. Einfach nur so. Zur Sicherheit. So. Da ist wieder ein Knopf. Wollen wir den Knopf drücken? Also du hast gemacht, dass wir nach hinten teleportiert wurden. Nein. Du hast das da aufgemacht. Also wenn wir jetzt hier auftreten, werden wir wieder zurückgeschubst, richtig? Yay! Wie geil. Okay, das heißt, wir drücken jetzt hier drauf. Das ist immer noch zu.
Das ist immer noch zu. Book of Infinite Wisdom. Okay. Huh. 5 Skillpunkte. Was haben wir da Schönes? Ja, nee. Bei denen macht es mehr Schaden. Jeder Punkt, den wir in Luftmagie reinsetzen. Aber es gibt halt mit 50 Punkten nicht was wirklich Tolles. Also klar, Resist Shock 100 ist schön, aber es ist halt nur für den Magier. Da gehe ich lieber bei ihm hier rauf, damit er seinen Sword Mastery bekommt. Oder bei ihr, damit sie später Death Strike bekommt, auch wenn ich nicht glaube, dass wir so weit noch kommen. Wie viel fehlt dir noch bis zum Level Up? Richtig viel. Also gut, du kriegst das. Und wir drücken die Daumen, dass er noch ein Level Up hat. Aber müsste eigentlich. Es waren 13 Etagen. Oh, da ist schon mal 14 und da ist 15. Stimmt, da war noch mehr anscheinend. Ja, dann kriegen wir bestimmt noch ein Level zusammen. Sehr schön. Was ist dahinter jetzt? Genau, da liegt ein Skelett auf dem Boden. Also Wände hatten wir ja schon mal gecheckt, da waren keine anderen. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal alle End drücken. Au. Das war jetzt sehr klug. Ich wollte eigentlich gucken, was mit der Wand da hinten passiert war. Also nicht nur das Gitter ist hochgegangen, auch die Wand da hinten hat sich verändert. Ja. Dahinter ist noch was. Oh, Licht geht aus. Vielleicht kann man das irgendwie ausnutzen. Also dieses Zurückschubsen und den Teleporter. Du musst die zweite Fackelhalterung. Das heißt, du machst es, dass wir nicht zurückgeschoben werden. Aber dafür ist die Wand da hinten weg. Nö. Wie viele Fackeln haben wir noch? Da liegt eine. Ist man noch da? Okay. Du gehst hoch. Okay. Da noch eine Fackel rein. Gucken, ob hinten was aufgegangen ist. Nö. Gucken, ob vorne was aufgegangen ist. Nö. Haha. Also interessante Spielmechanik auf jeden Fall mit dem Zurückschubsen. Aber sonst sind die auch keine. Wir haben die Nische hier oder war ein Blitzpfeil drin? Wir sind immer noch nicht in den Teleporter reingegangen. Ich stelle mich mal ganz kurz hier vor. Okay. Oh, das wäre auch ein richtig schöner Platz für einen Schalter. Auf einer Wand, die erst dazu geschoben wurde. Also hier. Aber sieht nicht danach aus. Nö. Kein Klick. Nö. Hey, das Stick ist weg. Nur nicht biologische Masse kann durchtreten. Das ist das Gegenteil von dem Terminator-Zeit-Teleporter, oder? Nö. Du bist anscheinend auch nicht biologisch. Wo ist mein Dino-Stick? Nö, hier ist nirgendwo ein Dino-Stack. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch mindestens zwei Secrets sind. Einmal, was auch immer dahinter ist. Dazu müssten wir hier irgendwo runterfallen, was wir nicht können. Oder halt das Gitter aufbekommen. Und hinter dem Ding da.
Also gut, wir haben die Schalterkombination. Warte, haben wir nicht. So rum haben wir es noch nicht getestet. Das heißt, jetzt haben wir den hinteren gedrückt. Das heißt, wir werden nicht zurückgeschmissen. Und dafür hat sich was genau verändert? Also der vordere Schalter, der da, der macht, dass die Wände zugehen und das Gitter auf. Der hintere Schalter macht, dass man nicht zurück teleportiert wird. Also, und der erste Schalter macht auch, dass wenn man da drauf tritt, dass man zurück teleportiert wird und nicht, dass man von beiden Seiten beschossen wird. Okay. Nö. Macht schon mal nichts anderes. Sind auch keine neuen Schalter aufgetaucht. Hinten die Wand vielleicht? Okay, jetzt mache ich mal beide Schalter aus. Das heißt, den drücken. Jetzt müssten wir in dem Ausgangszustand sein. Ist da vielleicht ein Durchgang? Runtersprungpunkt 1, nein. Okay, nochmal ganz kurz schlafen. Nochmal raufspringen. Obwohl ich eigentlich schon weiß, was passiert. Nämlich das, was ganz am Anfang passiert ist. Wir kriegen einfach die Feuerwehr da reingezwiebelt. Mit ganz viel Glück bringt es was, dass wir jetzt diesen Gang hier offen hatten und die Fackeln reingesteckt haben. Was war neu? Oder? Sind wir letztes Mal einfach nur geradeaus gelaufen? Stimmt, das kann sein. Ich bin von da nach geradeaus gelaufen. Okay, man wird auch gedreht. Ich dachte, das könnte damit zu tun haben, in welche Blickrichtung man gucken muss, während man reinläuft. Aber das scheint nicht wichtig zu sein. Test? Nö. Ha. Na gut, ich denke, ich habe mir hier genug die Zähne ausgebissen. Jedenfalls fürs Erste. Ich mache hier ein ganz großes Ding hin. Was an einer vollkommen falschen Stelle ist, was eigentlich dahin müsste. Und guck. Komme ich da überhaupt zurück? Ich würde mal gerne da hingucken. Ja, ich komme gar nicht zurück. Also der Teleporter. Den haben wir noch gar nicht getestet, stimmt. Der hat ja mein Dino-Steak geklaut, der Elende. Genau, da ist mein Dino-Steak. Warum auch immer der hier oben gelandet ist. Und der Blitzpfeil nicht. So, Knopf, wo bist du? Da. Also du... A1. B1. Und die mache ich doch mal weg. So, und mach dafür dann da eine ordentliche Markierung, wie wir sie kennen. Und da auch. So. Und jetzt blauer Kristall. Nicht so wirklich. Doch da ist blauer Kristall. Was schwafelig da? Der ist sogar relativ nah. Darf ich ihn bloß den Rücken schießen lassen? Aha. Und klick. Sehr schön. Blitzstrahl. Nicht ins Gesicht schießen lassen. Mhm. Und einfach mal den ganz normalen Teleporter gehopst, würde ich sagen. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Den nehme ich garantiert nicht. Das sieht nämlich wieder Gefängnisschlüssel aus. Der wird garantiert von ganz, ganz vielen Mönchen bewacht werden. Schalter. Keine Schalter. Die nehmen wir mit. Kommen wir so raus? Okay. Wir lassen den Schlüssel einfach da liegen. Oh, wir sind wieder hier. Ja, nee, das bringt nichts. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie man die Tür aufbekommt.
Nee, komm. Stell dich vor die Tür. Jetzt speichere ich erstmal ab. Und dann können wir nächste Folge gesichert durch den Speicherstand mal gucken, was passiert, wenn wir den Schlüssel da aufheben. Ich denke, es wird nichts Gutes sein. Also bis gleich.